Grüße dich, meiner, grüße dich, meine. In der letzten Folge wurde TikTok eingeführt. Und na, dann sind die hier los, um zu gucken, was mit dem Puff da ist. Und dann haben sie ein bisschen beobachtet. Easy. Viel Spaß und bleib geil. Warum beginnt... Es ist echt so, ich meine, diesmal habe ich es nicht drauf, aber jedes Mal beginnt die verdammte Aufnahme mit Aria oder meinem Jutti. Gern auch also. Lass mal heute mal was Neues machen. Aber die Aufnahme hat doch jetzt schon angefangen. Das schneiden wir raus. Das klingt vernünftig. Also tun wir nicht, aber ist mir egal. Schön, schön, schön. Niemand hat gesagt, dass wir hier vernünftig werden. Punkt für den Neuen. Neuen, Alter, du bist so ein Wichser. Wir sind so stigmatisiert. Ich glaube, das haben wir mit ihm auch so ein bisschen gemacht. Da will er jetzt einfach zeigen, dass er inzwischen anerkannt und quasi unterzeichnet ist. Er möchte beweisen, dass er kein Prospect mehr ist. Ja. Ich bin mittlerweile bei den coolen Kids. Troll hat das am besten ausgedrückt. Er steckt schon länger in mir. Sowas habe ich gesagt, echt? Ja. Du müsstest doch mit Danny reden, weil der steckte länger in dir. Das klingt tatsächlich nach was ich sagen würde. Das waren so deine letzten Worte bei unserem ersten Gespräch. Schön. Alter, Wannerzo, du hast gerade einen übelsten Ping. Hör mal auf, Videos hochzuladen. Nee, hab gesagt, gar keine hoch. Nicht, dass gleich wieder meinen WLAN hier verabschiedet. Du, mein, gleich, kann, ab. Sein WLAN verabschiedet sich gerade. Ja, dass mein WLAN sich verabschiedet. Das wäre sehr beschissen. Aber ich hätte noch sonst mein Laptop. Das dauert dann nur ein paar Minuten, bis ich dann wieder da bin. Ah, wir gucken uns das jetzt einfach an und wir scheißen auf Zuhörer, weil die haben sowieso nicht verdient und das schneiden wir auf jeden Fall raus. Und damit meine ich natürlich nicht und wir spielen jetzt einfach weiter. Richtig. Also, während ihr habt da jetzt noch ein bisschen gelabert von wegen und so weiter, habe ich vergessen, um was es gerade ging. Aber gegen 4 Uhr nachts kommt die Chefin schon auch raus. Ob ihr so lange wach bleibt oder ob ihr das am nächsten Tag durch die Kameraaufzeichnung seht, ist mir völlig egal. Jojo wird da nicht schlafen. Schichtdienst. So in der Art. Daran hatte ich mich auch gedacht. Wenn ihr da pennen wollt, könnt ihr das machen. Jojo wird es nicht tun. Es gibt ein Feldbett. Kaban, dieses Feldbett wird dich nicht tragen. Haha. Dann werde ich da auch nicht schlafen, so. Nein, natürlich werde ich da schlafen. Wir sind in der Nähe des Geschehens und eventuell müssen wir schnellst eingreifen, wenn wir irgendwas haben. Also. Verbringst du eine sehr bequeme Nacht auf dem Boden? Nein, werde ich kurz vorher wegfahren und mir Isomatte und Schlafsack besorgen. Von zu Hause. Du kannst auch zu Hause pennen und wir rufen dich an, wenn irgendwas ist. Wenn ich dann sowieso zu Hause bin, ja gut, ja, dann bleib ich halt zu Hause. Jut hält der Kleine immer wieder wacht. TikTok allein zu Hause. Wieso, Jojo ist doch da. Okay. Du darfst dir das folgendermaßen vorstellen. Ihr bleibt da, der geht irgendwann und pennt ein Ründchen. Du wirst irgendwann müde, dann wirst du sicherlich fragen, ob die irgendwie Schichtplan Wache halten würden. Die wird einfach sagen, dass du nicht pennt und einfach starr. Irgendwo aus dem Fenster starren oder sowas. Ja. Da fühle ich mich ja gleich sicher. Mal auf der alte Liege. Die spielt übrigens die ganze Zeit an ihrem Jojo rum. Das muss ich mal noch so nebenbei erwähnen. Schön. Aber noch leicht entnervend, ja. Es könnte sein, dass du das als entnervend betrachtest, ja. Es ist nicht geräuschfrei. Aber auch nicht laut. Gute Nacht, Musik.
Der nächste Morgen. Jojo? Du bist ja schon geredert. Kaban? Das ist schön, wenn man zu Hause schlafen kann. Ja, das ist richtig gut. Ich gehe mit dem Hund spazieren und dann gehe ich zurück. TikTok. Das Feldbett war unbequemer. Wenigstens habe ich hier schlafen. Ja, dann knacke ich mal ein bisschen meinen Knochen und hief die alten Laschen aus dem Bett. Ich nehme an, Jojo hat sich irgendwie eine Art Mini-Kaffeemaschine gekauft inzwischen und die läuft dort einfach nur auf Dauerbetrieb. Ja, sie hat eine Mini-Kaffeemaschine, aber die muss nicht auf Dauerbetrieb laufen. Die macht einfach Jojo-Kaffee. Alter. Sprich, ich wundere mich über den Sirup, ja? Ich sag mal, wenn du eine Tasse davon trinkst, wie gewöhnt bist du Koffein? Ziemlich wahrscheinlich. Es ist ein verdammter Matrix-Typ, vermutlich echt ziemlich. Aber ja. Ich glaube, ihre Dosis ist trotzdem pro Tasse ziemlich erbarmungslos. Vor allem bist du ja einfach noch 40 Kilo leichter als sie. Das stimmt. Ich trinke 40 nicht, aber 20 bestimmt, ja. Ich trinke einen Schluck, verziehe mein Gesicht, mach mehrere Gesichtsausdrücke, die verschiedene Schmerzstadien durchlaufen und fülle mir den Rest der Tasse mit ein bisschen Wasser auf. Alter, wie Straßenbelag. Bitte? Nichts, das schmeckt gut. Wenn du meinst. Bester Kaffee ever. Jetzt lügst du mich auch noch an. Ich weiß, dass der scheiße schmeckt. Aber darum geht's nicht. Na, er schmeckt gut, sobald die Zähne aufhören zusammenzukleben. Hey, da ist auch gar kein Zucker drin. Ach ja, das ist der Kaffee, der die zusammenkleben lässt. Easy. Jojo, die Chefin kam übrigens jeden Morgen grauen Wetter und da ich denke, dass die beiden nicht ultrazeitig aufstehen, gerade wenn man noch sein Hündchen Gassi führen will, die anderen dann so gegen 8, also die anderen Mitarbeiter. Okay. Gut. Ihr seid ja jetzt zu zweit hier. Ich glaube, jetzt am Morgen passiert gerade nicht so viel. Ihr könnt das ja mal ein bisschen im Blick behalten. Jo. Ich verziehe mich jetzt mal für ein paar Stündchen und komme dann gleich wieder. Nimm dir Zeit. Nee, dafür haben wir keine Zeit. Aber ich weiß nicht, bin so in 3, 4 Stunden, 5 Stunden vielleicht wieder da. Okay. Okay. Sie Schlaufe. Steht auf, packt ihre Sachen und geht zurück. Also fährt. Nach Hause, um zu pennen? Ja. Hast du meinen Wink mit der Berliner Mauer verstanden? Nee. Achso, okay. Wo hast du mir einen Wink mit der Berliner Mauer gegeben? Na, ich hätte dir jetzt einfach minus 70 gegeben. Und damit meine ich minus 1. Ja, weiß ich. Es ist auch nicht so, als ob Jojo nicht wüsste, dass es nicht klug ist, so gar nicht zu pennen. Es ist zwar im Prinzip, dass sie gerne verfolgt, aber nicht, wenn sie irgendwie was machen muss. Ich meine, es gäbe auch einen Zauber, der würde quasi Schlaf simulieren für dich. Nee, das hat sie die ganzen letzten Monate nicht gemacht und wird jetzt auch nicht damit anfangen. War ja nur ein Vorschlag. Ich meine, man muss ja effizient sein. Nee, muss man nicht. Es geht hier darum zu beobachten und es wird wahrscheinlich innerhalb der nächsten 5 Stunden nicht so viel passieren. Es ist gerade nicht notwendig. Spielverderberin. Na gut, die wollen die anderen irgendwas machen, während die Bitch sich verzieht. Außer ich Keks wichsen. Ich hole mal Frühstück und Kekse für den Notfall. Männergespräche führen, irgendwas. Ich höre auch sehr gerne zu. Was sind denn die Öffnungszeiten von diesem scheiß Laden? 9 bis 2. Und es ist schon 9. Morgens. Ich nehme an, 9 abends. Nee, 9 morgens. Okay.
Habe ich gesagt, dass die um 8 oder um 9 wiederkommen, die... Um 8 kommen. Die wieder, hast du gesagt. Das heißt, um 9 Öffnungszeiten macht ja Sinn, wenn die noch alles fertig machen müssen. Gott sei Dank. Mhm. Ich würde gerne wissen, was für ein Laden hier ist. Und theoretisch hier müsste es ja auch gehen, glaube ich, oder? Ich fürchte, du hast... Warte, ich glaube, da gibt es leichte Missverständnisse. Deswegen mache ich das nochmal unmissverständlich. Es ist eine wunderschöne Farbe. Das alles hier. Plus die Terrasse außen dran. Das ist der Puff. Und das alles hier ist ein anderer Laden. Und das hier wird immer ordentlicher, ist mir wohlbewusst. Und das hier, das sind alles einzelne Läden. Und ja, die sind recht groß. Ja, ja, deswegen, also man könnte theoretisch, also über die Terrasse sind sie nicht gegangen, über die hier. Nee. Wenn es da eine Tür gibt. Das war eine Vermutung, die bestehen würde, weil das die einzig große Verbindungsstelle ist. Naja, neben der hier. Ja, die hatte ich vielleicht vorhin nicht erwähnt, weil ich sie nicht gesehen habe. Gut. Nee, deswegen, also da möchte ich halt gerne wissen, ob ich in diesen Bereich komme, in diesem anderen Laden und in diesem Bereich quasi, um zu gucken, ob da eine Tür ist. Weißt du? Ja, ja. Das eine Ding verkauft Unterhaltungselektronik, vor allem Kinderspielzeug. Das ist Magnit. Das ist ein Unter-A-Konzern, also das linke jetzt. Da gibt es keine Tür, denn du kannst eine virtuelle Begehung der Geschäftsräume, jedenfalls der meisten, machen und da gibt es keine Tür. Es gibt wirklich schönes Kinderspielzeug, 1A. Nicht so schön wie das von Dr. Baryshnikov, aber das erfinden wir erst noch. So, das andere ist nämlich ein Laden für Porzellaneinhörner. Rabute Nick Lifestyle mit seiner neuen Kleiderkollektion, die ja wirklich ganz ausgezeichnet ist. Die ist jetzt nicht unbedingt auf Steinschnitt angepasst, sondern auf menschlichen. Aber prinzipiell kannst du in den Laden rein. Und wenn wir das gerne überspringen wollen, dann wirst du dort angeguckt wie ein Mutant, der du ja auch bist. Direkt am Eingang. Da würde ich gerne nicht reingehen. Schade. Entschuldigung. Aber ich würde gerne in den anderen Laden reingehen. Und eventuell sogar mit meinem kleinen 12-jährigen Sohn. Wofür habe ich ihn, wenn er 12 Jahre aussieht? Jo, schön. Ja, da gehen wir eben kurz einmal hin, shoppen ein bisschen, also ne, gucken uns ein paar Sachen an. Und gucken halt auch in der Wirklichkeit, ob es da wirklich keine Tür gibt. Darf ich vielleicht einwenden, dass niemand glaubt, dass ich von einem Ork abstamme? Ja, du musst ja kein originaler Sohn sein. Ah, geerbt oder was? Ja, oder adoptiert. Ah ja, okay. Das Haus ist gut genug, dass man meistens seine Sinn ausstrahlt. Vielleicht nicht unbedingt im Puff. Aber in den sonstigen Bereichen ist es nicht Pflicht, wird aber schon komisch beäugt, wenn nicht. Jetzt steht halt auf der Sinn des kleinen TikTok nicht, dass er 12 ist. Ja, das ist so. Dann, kannst du das ja. Dann geh ich da halt alleine wieder rein. Wieder egal. Ach, scheiße, warte mal. Die sehen überhaupt nicht das Alter bei der Sinn, erst wenn du was kaufst. Du kannst sie mitnehmen, wenn du nichts kaufst, werden sie nichts sehen. Sehr gut. Das ist doch die perfekte Tarnung. Wenn er ein bisschen rumquengelt, dann schreie ich ihn an, dass wir nach Hause gehen und der gar nichts mehr kriegt. Und das ist gut. Ja, ja. Immer auf die Kleine. Ich merke das schon. Will sie nicht anschreien. Nee, deswegen machen wir halt eine physikalische Begehung quasi. Ich gehe mal davon aus, dass das 1:1 mit der Matrix übereinstimmt. 1:1. Schön. Schön, schön. Gut, dann könnte ich aber bei den Rabutniks vorbeischauen. Wenn ich, sagen wir mal, meine Öhrchen schon einstecke, dann kann ich immer in die Kinderabteilung.
Na Juti, du gehst in das Geschäft, ein freundlicher Mann, leicht überschminkt, also zumindest gepudert und gegelt, kommt auf dich zu. Wo willst du denn hin, Kleiner? Hast du deine Mutti verloren? Nee, ich wollte mal Klamotten kaufen gehen. Klamotten kaufen? Ja. Nee, du hast doch gar kein, du hast ja überhaupt kein Konto. Da musst du schon deine Mutti mitbringen. Wo ist sie denn? Hat die dich alleine gelassen? Ich darf schon mal aussuchen. Die kommt gleich. Das finde ich... Weißt du, wir bei Rabutnik, wir legen sehr viel Wert, dass die Familie gut funktioniert. Lässt sich deine Mutti oft alleine irgendwo hin? Nur da, wo wir uns auskennen. Das ist aber nicht in Ordnung, weißt du das? Klappt schon. Kannst du mir mal deinen Comlink geben, dass ich da mal die Szene einlesen kann? Dann finde ich deine Mutti bestimmt, dann kommt die auch gleich. Nein. Ich darf fremden Leuten meinen Comlink nicht geben. Ha, sehr schön. Das ist gut, man kann nie geschützt genug sein. Es gibt viele böse Menschen da draußen. Es gibt feindselige Orks und wütende Trolle. Vor denen musst du dich wirklich in Acht nehmen. Aber mir kannst du vertrauen. Wir bei Rabutnik, wir lieben Kinder, verstehst du das? Guck mal, hier sind meine drei Kinder. Er zeigt dir seine drei Plagen. Sie sehen aus wie verwöhnte, arrogante Mistbiester. Die sind ja auch von Rabutnik. Bitte? Passt zu ihm. Was? Der bemüht sich doch so um dich. Trotzdem, Mama hat gesagt, ich darf meinen Comic nicht weggeben. Na gut, dann komm mal mit. Wir gehen mal in die wir gehen schon mal in der Kinderabteilung gucken, ja? Okay. Der geht mit dir in die Kinderabteilung, so guckt ein bisschen wegen Klamotten, fragt dich, worum es so prinzipiell geht und du siehst, dass dort drüben keine Tür ist. Also an der anderen Seite. So. Das dauert natürlich ein Weilchen. Deine Mutti ist immer noch nicht da. Wo bleibt die denn? Ja, während der dann sozusagen mal irgendwo ein paar Klamotten sucht, tauche ich dann einfach mal irgendwo zwischen zwei Kleiderständern durch und löst mich in sein persönliches Wohlgefallen auf. Dann zeig mir doch mal kurz Schleichen und hier schick. Wir bei Rabutnik lieben Kinder. Habe ich sowas? Ja, ich habe sowas. Ist das schon dein Wurf? Scheint so. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, ob das schon der... Es hat Ping gemacht. 22:35, es kommt hin von der Uhrzeit her. Sehr gut, bei mir macht das noch nicht Ping, das weißt du doch. Ach ja. Jotti, das Ding ist ja jetzt folgendes. Nach gottgegebenen, und damit meine ich meinen Regeln, bin ich ja der Verteidiger bei so einer Sache. Das heißt, du kriechst unter den Kleiderständern durch, ihr guckt sich kurz um und sagt, hey, warte doch mal, und kommt dir ein paar Schritte hinterher. Guck mal, ich habe hier die Hose gefunden. Ja, ich habe auch noch was auf meinem Charakter wo gefunden. Running. Das ist fast genauso gut wie eine Hose. Zeig mal her. Wieder zwei Erfolge. Zwei Erfolge. Ja, du bist halt echt ganz schön klein. Oh, ja. Na, warte mal kurz. Wir bei Rabutnik sind nicht sportlich. Der geht ein paar Schritte hinterher. Hey, was ist denn jetzt? Du kannst doch nicht alleine raus, Mann. Das ist gefährlich. Na, scheiße. Ich muss den fucking Kopf rufen. Nimm mal das Bild von der Kamera und lass mal das kleine Kind hier irgendwie von dem... Ah, die Bullen machen ja nichts. Keine Ahnung, ruf mal das Jugendamt an oder so. Das kann nicht sein. Dann bist du weg. Ja. Schön, dass ich auch jetzt halt die Kapuze über hatte. Haben die ein tolles Bild fürs Jugendamt. Guck mal, der mit der Kapuze da. Mhm. Naja, du warst ja da auch frontal drin. Ah, Schnickschnack.
Na klar, ist das Schnickschnack. Ich meine, das Jugendamt ist das Letzte, was sich kümmert. Oder auch nicht. Wir sind vom Jugendamt. Komm mit. Leute, ich bin 32. Da. Du kommst mit. Nein. Dann muss es wohl um dein Kind gehen. Du verdammter Genfehler. Ist schon klar. Ich hätte echt Lust, in dieses Rabotnik-Geschäft zu gehen, aber es ist halt so dumm. Ja, du solltest da nicht reingehen. Jojo geht auch nicht da rein, aber ich find's witzig. Ich sag mal, dein Latex-Maskenverteilungswurf von vorhin zählt für diesen Spielabend. Ja, es ändert aber nichts daran, dass es jetzt völlig, dass es nur eine Prinzipiensache wäre und Jojo es auch nicht tun wird. Weil sie weiß, dass es dumm ist, nur weil ich es gerade witzig finde. Das stimmt schon. Und ich auch keine Lust habe, mir den Arsch aufzureißen. Na Juti, dann nicht. Naja, also, voll schwitzt ein bisschen derangiert, komme ich bei Kammer wieder an und hänge da so scheiß Ficken, Arsch kriechen. Ah. Ich ziehe kurz eine Augenbraue. Alles okay mit dir? Ja, die hätten mich fast noch im Bällebad abgeladen. Oh, finde ich witzig. Mit Kugel am Bein. Oh Mann. Und? Ist da eine Tür oder eher nicht so? Nein. Nicht mal AR. Dann klappt das kein Stück, dass da nur so wenig Leute drin arbeiten. Ich meine, wie viel sind jetzt? Ich zähle nochmal durch, wie viele Leute jetzt bis jetzt gekommen sind quasi. Es müsste ja so kurz vor 9 sein. Naja, also mal ruhig bleiben. Es sind da jetzt 4 Mitarbeiter rein, ne? Und das Ding ist zwar groß, aber nicht so unendlich groß. Die Nutzlast dieses Puffs wird nicht gigantisch sein. Dadurch, das habt ihr ja auch gestern bemerkt, dass die Leute, die sind da ja auch nicht für einen schnellen Fick nur drin. Die sind da bestimmt 2 Stunden zum Teil. 2 Stunden ist so der Schnitt. Manche auch länger, manche auch kürzer. Aber nicht halt, ich bin da irgendwie 20 Minuten und dann war ja, sondern ne, da wird sich schon Zeit genommen für deine Bedürfnisse. Auf jeden Fall sollten da schon mehr Leute arbeiten, ja. Vor allen Dingen habt ihr ja nur Leute gesehen, die eher nuttig wirken. Aber es werden nicht unendlich viel mehr sein. Man müsste halt einfach mal reingehen, so. Aber wie viele Gäste waren denn da und... Boah, Alter, willst du jetzt echt, dass ich mir da eine Zahl überlege? Ja, also, ne, das, wenn da 4 Leute sind und jeder Gast durchschnittlich 2 Stunden drin ist und da kommen jetzt innerhalb von dieser 2 Stunden 10 Gäste an oder, ne, sind insgesamt drin. Pass auf. Ist das seltsam? Pass auf, von eurer Sichtung, dass die größte Menge, die da auf einmal drin gewesen sein muss, nachdem das kurz durchguckt und da Berechnungen anstellt, das sind also ungefähr 48.000, nee, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das höchste waren 11, aber da war offensichtlich, weil ja da 4 Leute rauskamen, dann zusammen ein Zwingerpärchen dabei. Oder zumindest, also das muss kein explizites Zwingerpärchen gewesen sein, weil die haben sich danach nicht mehr angeguckt. Die sind da auch in einigen Abstand raus. Aber es wirkt schon so, als hätten die da mal was Neues probiert und hätten sich im Anschluss sehr geschämt. Aber auf jeden Fall 11 Besucher. Ich dachte, die Besucher waren 11, das hörte sich gerade so an. Weil sie sich sehr geschämt haben und so. Aber auf jeden Fall 11. Es waren... Die Besucher waren weder Elfen, noch waren sie 11 Jahre alt. Aber es waren 11 ja okay. An der Zahl. Kommt trotzdem darauf hinaus, dass zu wenig Liegewiese für zu viele Gäste. Ja. Es kommt auf das Angebot an. Jojo ist nicht da. Ja, gut, aber ich muss schon Stöckchen ziehen, welches noch du kriegst. Naja, die können ja auch die Gäste miteinander verkuppeln. Klasse. Rein mit also, schönen Stich haben. So. Oh, guck mal her, wir sind da dazugelost. Ich will nicht. Doch, du
Ich bin Harald, hallo. Also ich meine, wenn du das als Puff schaffst, dann bist du auf jeden Fall sehr ressourcenschonend so. Dann wäre es auch kein Puff. Na, es wäre eine schnelle Partnervermittlung. Einfach ein ganzer Raum nur voller Club. Nein, es wäre ein ganzer Raum nur voller Glory Holes. Ja, da ein einziger Darkroom. Auch das sehr geht. Schön. Ja, da muss ich da wohl gleich rein. Oh Gott. Oh Gott. Ich will Kaba nicht schon wieder einer Sucht aussetzen. Naja, ich hatte jetzt gerade einen gefährlichen Job. Gefährlichen Job. Ja, das war ja praktisch schon ein Run. Nein, nur weil du weggerannt bist, heißt das nicht, dass du einen Run gemacht hast. Doch. War nicht übersetzt. Ja, okay. Dann, ich bin ja schicklich angezogen heute. Weil ich so etwas befürchtet hatte, dass ich heute zum Stich komme. ja, take one for the team. Hast kennt du man ja. Aus dem Knopfloch. Moment. Nee, aber eine Minikamera. Moment, James. Bevor du jetzt hier für Königin und Vaterland einlochst, wartest du vielleicht erst mal, bis Jojo wieder da ist? Ja, natürlich. Gut, du klangst so triebhaft. Ja, Jojo wird nach 4,5 Stunden, nach 5 Stunden wird's wieder da sein. Dann bringen wir dich mal kurz auf den neuesten Stand. Was sehr, sehr kurz geht. Genau, wir gucken nur halt uns den allgemeinen Besucherfluss an und so weiter und so fort. Ne, was sind das für Typen, da reingeht, vornehmlich immer noch dieselben? Art immer noch Typen? Solche, zum Teil auch etwa Leute, die etwas liquider scheinen, aber jetzt immer noch nicht doch shit. Und wenn die zurückkommt, ist es 13.30 Uhr. Da werden das noch nicht so viele Leute sein, ne? War denn da irgendjemand, der irgendwie so ein bisschen ausgemergelt, ausgezehrt aussieht? Kein einziger. Okay. Beziehungsweise, das ist nicht ganz richtig. Manche von denen schon, aber ich meine, wenn du dein Näschen ans Fenster hältst und auf die Straße guckst, dann siehst du auch solche Leute. Von daher, schwer zu sagen. Keine, die ausgemergelt und unheimlich zufrieden und vorfreudig aussahen, sondern halt immer noch so ein bisschen beschämt und weißt du, Kragen hoch und sowas. Okay. Das Vormittagsprogramm läuft. Ja, ist Frage, du nicht lieber noch ein bisschen warten willst oder nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, also wir kriegen so von hier aus nicht viel raus. Das war... Was du machen kannst, vielleicht, ist, dass du Kameras innen drin anbringst. Wenn es geht, an irgendeiner Stelle. In dem Ding. Du kannst ja auf jeden Fall vielleicht eine mitnehmen oder so. Oder zwei. Ein oder zwei mehr, ja. Ja, ja. Und dass du währenddessen, auch wenn es dir vielleicht unangenehm ist, aber Audio und visuellen Kram wirklich anlässt, damit wir gegebenenfalls eingreifen können, falls wirklich irgendwas sein sollte. Entschuldigung, war zu früh. Wie Kaban? Andere Idee. Gäbe es eine Möglichkeit, wenn ich eine Datensuche mache, via Profiling, dass ich mal Leute raussuche, die sich zufrieden mit ihrem Besuch ausgedrückt haben, irgendwo in der Matrix? Ja, zeig mal her, Zeugnis minus. Wollte Vlad mir nicht übrigens noch was Bescheid sagen, so wenn ich jetzt zu Hause war? Hey. Entschuldigung. Hey. Ja, wollte er. Gut. Ich sag mal. Hast du ihm mal wieder nicht zugehört? Es ist ja. Deswegen so. Weißt du nichts. Also erstmal darfst du ja, das kannst du ja auch machen, während ihr auf ihr wartet, deine Probe werfen mit minus 1 und du kriegst ein Treffen mit dem Typen 17 Uhr. Okay. In
neben wo er arbeitet. Und das ist, der ist quasi Nachtwächter, also auch Tagwächter auf so einem Parkplatz neben Magnit, also so einem Staffershack-Äquivalent. Okay. Hast du einfach vier Erfolge gewürfelt? Nö, klar, wisst ihr, ist in Ordnung. Fängst jetzt auch an wie Kabern, ist richtig cool. Übergeht mich hätte ich einfach, was von meinem berühmten Würfelglück berichten sollen, was ich schon mal gerne an der Tischrunde habe. Habe ich das etwa verschwiegen? Scherzkeks. Also noch habe ich natürlich die Möglichkeit, dich hier zu kicken, und wenn das so weitergeht, werde ich davon Gebrauch machen müssen. Ich also manchmal das Gefühl, dass dieses Würfeltool irgendwie geschlechterspezifisch eingestellt ist. Dann hätte ich aber auch so schlechte Würfe wie du. Dann hätte ich noch schlechtere. Na, bei dir ist es ja immer noch so abhängig davon, was du gerade für einen Tag hast. Mal überwiegt bei dir das Östrogen, mal das Testosteron. Das stimmt. Vier Folge. Du willst quasi Leute zusammensuchen, die sicher dort waren, das auch in der Matrix mitteilen und dann über diese Leute Informationen sammeln, ja? Eid. Okay. Also, das gelingt dir. Shit. Es sind nicht so unendlich viele, die du findest. Das Ding steht seit... Ja, und in dem Zeitraum Leute, die auch tatsächlich dann öfter mal auch von Arzt besuchen, schroben wegen irgendwelcher Mangelerscheinungen und so allgemeiner Müdigkeit, die dann meistens als Depression klassifiziert wurden, und dann gab es einfach konzernspezifische Off-Putschmittel oder Jan Mamer Solkaff, was ja dasselbe ist. Ne, was natürlich auch nicht half. Auf jeden Fall, du findest 8 Leute. Das könnte hinkommen. 8 Leute, bei denen das so ist. Ab einem gewissen Punkt war es bei denen jeweils so, dass sie nicht mehr, ich meine, die kodieren das natürlich, wenn sie schreiben, die gehen dahin, das ist ja klar. Yep. Manche natürlich auch schlecht. Ab einem gewissen Punkt sind sie nicht mehr hin. Und beim einem von denen wirst du auch lesen, dass er sehr enttäuscht war, dass er abgewiesen wurde dort. Ansonsten sind okay. Die Leute einzeln gesehen nichts Besonderes. An denen ergibt sich auch kein spezielles Muster. Die arbeiten woanders, die wohnen ein bisschen woanders. Ich meine, klar, wohnen die irgendwo in der Nähe, dort in Jirschneue. Die sind halt, wie gesagt, alle ein bisschen schüchterner und so, aber es gibt keine überkrassen... Warte... Nee, passt. Also örtliche Straßenklientel, so ungefähr. Ja, Straßenklientel ist schon arbeitende Bevölkerung, aber ich meine, von dem, was sie verdienen, könnte man schon sagen, auch Straßenklientel. Die sind zum Teil untere Unterschicht. Einer mal ist normale, dass er Mann Gehalt hat, wo er tatsächlich auch sich ab und zu mal was leisten kann. Schicke ich erstmal Jojo die Liste über. Ja, wenn dann Jojo irgendwann... Ich meine, Jojo kommt ja irgendwann wieder, dann liest du das drüber, genau. Du hast ja noch ein paar Stunden Zeit bis zu dem Treffen mit dem Dude. Ja. Der übrigens okay. Valentin heißt. Was hat Vlad hier denn über den Typen erzählt? Einfach nur, dass er da war oder dass er da ist? Oder ist das einer von denen, die berichten? Oder? Ich zitiere... Das ist jetzt so ein Lappen, der da ordentlich einen weggesteckt hat und dann nicht mehr auf sein Leben klarkam. Vermutlich war einfach seine Eier so dick, dass er sich so hart entladen hat, dass sein Körper einfach Schluss gemacht hat. Weißt du wie? Mit der, keine Ahnung, was das für einer ist, aber du machst das schon. Okay. Ich fürchte, die wurden so überflächlich angeguckt, dass man da nicht irgendwas an Medizinakte sich angucken müsste. Da steht wahrscheinlich eh nur drin, 47a, Schema F, weg dafür. Die konnten sich alle keine medizinische Behandlung leisten, die tiefergehende Diagnostik irgendwie mit inbegriffen hat. Okay. Ja. Wenn sie diese Vitamine, dann geht's schon. Sie müssen einfach mehr arbeiten. Yay. Okay, ich habe gleich ein Treffen mit einem von den Typen, den gucke ich mir da mal genauer an. Mhm.
Hast du Name und Gedöns von dem? Dann gucke ich den mal vorher durch. Vielleicht habe ich da noch was Passendes. Hat sie einen Namen von dem? Ja, sie weiß ja, wo er arbeitet. Und so. Valentin, und du weißt genau, an welchem Parkplatz er arbeitet. Ja, ja, Nachname lass mal einfach mal weg, okay. Und den Wurf, das ist, da stehen 4 Erfolge, die sind voll okay. Der Valentin, der ist ja nur auch schon 39, zweifach geschieden. Wohl auch deswegen, weil er, ich sag mal, wenig kommunikativ ist und das versuchte auszugleichen mit einer Frauenwahl, die sehr kommunikativ ist. Was ja prinzipiell nichts Schlechtes ist, aber nur dann, wenn sie damit nicht klarkommt und dann die Kommunikation darauf hinausläuft, dass sie ihm alles sagt, was er nicht kann, was ihm nicht hilft übrigens. So. Apropos kommunikativ. Dass die Vlad auch noch gefragt hat, ist, ob der Typ weiß, wer sie ist oder nicht. Er hat sie ihm erstmal nicht gesagt, das ist deine Entscheidung. Alles klar, das ist gut. Er hat auch nicht gesagt, warum du kommst. Wäre ja sonst auch und so weiter. Also, ja. Der will ja auch nichts mehr davon hören. Sein Freund hat ja schon dumm damit zugelabert. Also, eine Ehefrau und doppelt geschieden, genau. Aus dieser Ehe gingen keine Kinder hervor. Er konnte wohl nicht. Arbeitet schon recht lange als so Tag- und Nachtwächter auf der untersten Bezahlungsebene. Hat sich wohl aus Verzweiflung irgendwann, weil er dann auch überhaupt nicht mehr klar kam mit der Frauenwelt, so oft abgewiesen wurde, so viel Misserfolg hatte, einfach so ein schlechtes Selbstbewusstsein hat, den Hund gekauft. Also das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Das, also es hat kein Leben auch und hält den aber auch wirklich, hält den wirklich in Ehren. Also der hat ein Deluxe-Körbchen, das wärmt ihn. Alter! Und was passiert den? So, und Luft. Ach ja. Man muss ja auch mal ernst bleiben. Ein Mann kann nichts entstellen, auch kein blauer Pudel. Merkt ihr das? Aber er ist ja nur auch kein Mann. Ein blauer Pudel ist auch sehr männlich. Das stimmt. Ist der blau und nicht pink. Nee, auch ein pinker Pudel wäre sehr männlich. Der hat ja nicht mal einen Pudel, der hat so eine richtig krasse Fußhupe, die halt auch in seiner Wohnung quasi Auslauf finden würde. Die er aber auch, wenn er spazieren geht, mit ihr so einmal ums Haus, die er dann bei der Hälfte tragen muss. Also, du meinst ein Mini-Rottweiler statt Mini-Giraffe? Eine Fußhupe halt, also es ist schlimm. So, der Typ, sein Zustand hat sich nicht verschlechtert, nachdem er nicht mehr dort war. Er hat aber tatsächlich immer noch Probleme mit Müdigkeit und so einem Scheiß. Dann auch natürlich so Knochen- und Gliederschmerzen, was man halt alles so hat. Er ist sehr traurig darüber hinob, dass er nicht mehr seiner Lieblingsfreizeitbeschäftigung nachgehen kann, die er wirklich lange ausgeübt hat und über die ich nur so lange spreche, weil ich noch nicht weiß, was die ist. Es handelt sich aber selbstverständlich um Drohnenbeobachtung. Er hat da Tabellen angefertigt über Flugrouten und dann die Modelle sich angeguckt. Er kann sich ja keine leisten, der arme Kerl. Reicht ja gerade mal für eine fucking Töle. Hat sich da hingestellt und hat immer aufgezeichnet. Und das war ganz toll für den. Hat sich manchmal irgendwie eine Tüte Gummibärchen liefern lassen zu überhöhten Preisen, als er noch das Geld hatte, nicht für Medikamente und so weiter. Einfach nur, um zu sehen, wie schön das ist, wenn dieses Ding dann und so. Und die dann die Zeiten aufgeschrieben, wann die kommen. Es ist also wirklich ein guter Typ. Ein Drohnenbeobachter. Schön. Ne? Weiß man, bei welcher medizinischen Einrichtung der war? Was hatte ich gesagt? Magnet. Magnet hat nix selber. Also war der bei Jetkin? War der? Zu teuer, zu sinnlos, zu teuer. Er war selbstverständlich bei Njetkin. Bei Njetkin, okay. Hat er sich da positiv oder eher negativ geäußert? Negativ? Okay. Ist halt eine übelste Abfertigung, ne? Der hat ja keine Krankenversicherung, das ist eine übelste Abfertigung. Hat natürlich ihm auch nichts gebracht. Er ist halt trotzdem... Er probiert es halt mit dem Scheiß, den sie ihm verschrieben haben, weil er ja keine andere Wahl hat. Magnet arbeitet er jetzt. Ja. Schreibt er schon mal irgendwas über irgendeinen Konzern oder bei irgendwas, wo er gerne arbeiten würde?
Oder ist er zufrieden mit seinem Job? Wahrscheinlich nicht. Magnet ist nur eine kleinere Lebensmittelkette, ne? Nee, die machen auch ein bisschen mehr. Die machen auch so ein bisschen... Also du stellst dir vor, wie Maslenitzer oder sowas. Die machen schon ein bisschen mehr. Unterhaltungselektronik und so ein Scheiß. Wie kümmern die sich um ihre Mitarbeiter normalerweise? Also um solche wie ihn nicht sehr. Das Ding ist, er ist natürlich nicht ultra begeistert von seinem Konzern. Er weiß aber auch, dass er keine andere Wahl hat. Und er ist begeistert von seinem Chef. Denn obwohl der Typ tatsächlich auch jetzt, der hat mehr Pausenzeiten von seinem Chef gekriegt. Der hat eine längere Mittagspause, der hat ab und zu mal Pausen. Der darf sich hinsetzen, was wenige von den Wächtern dürfen ab und zu mal. Das heißt, er mag seinen Chef deswegen, weil er ihn ob seiner Gebrechen trotzdem noch ein Heim und eine Arbeit gewährt. Wie heißt der Chef? Pavel. Okay. Gute Menschen müssen immer böse sein. Hier Name einsetzen. Was? Wie hier Name einsetzen? Na, wie er auch immer heißt, spielt jetzt keine Rolle. Na, Pavel. Kannst du mir eh nicht merken. Okay, Pavel. Okay. Ja, Jojo fährt, bevor sie dahin geht, zieht sich um, beziehungsweise besorgt sich Klamotten. Und zwar auch etwas bessere und etwas förmlichere Kleidung. Sie zieht jetzt kein Kostüm an, aber zumindest eine Kleidung, die man auch in einem Geschäft oder so, also die man auch berufstechnisch tragen könnte. Sprich eine Bluse, eine ordentliche, ein Blazer drüber, vielleicht lässt aber eine Jeans dazu an, eine ordentliche Jeans und ein paar normale Schuhe. Lässt du dir das Gesicht, ich meine, TikTok kann ja auch ziemlich gut mit dem Zeug um, lässt du dir das Gesicht von den beiden nochmal verschönern? Ja, aber nicht so, wie hätten wir es denn gerne? Nicht so, dass sie, nicht so alt, sondern eher so, dass es einigermaßen passt, vielleicht mittleres Alter oder sowas. Und so, dass die ihre herzchenförmigen Züge etwas gerader werden? Ja. Markanter? Ja, nicht unfreundlich, bitte. Ne, ich lasse das Kabern mal machen bei ihr. Und konzentriere mich lieber darauf, Jojo da ein perfekt ausgearbeitetes Profiling über den zu geben. Sehr gut. Das kannst du dir sogar nebenbei vortragen, Kabern braucht eine Weile. Okay, du, wo genau, sie trifft sich bei ihm, ist das in der Gegend, wo man seine Sinn ausstrahlen muss, wobei ein Paar wird sie immer ausstrahlen müssen, aber das kann sich ja auch eben selber machen, das ist ja kein Problem, oder? Na, wie gesagt, der hat keinen Zugriff auf deine fucking Sinn, der sieht höchstens, dass du Magier bist, wenn sie ausstrahlt und du musstest dort, er ist direkt neben Supermarkt, aber auf der anderen Seite, nein, musst du nicht. Ja, aber ich möchte wenigstens ein Paar ausstrahlen, weil mich das vertrauenswürdiger macht, darum geht's, aber das kann ich mir auch selber machen. Wenn du keinen Paar ausstrahlst, fliegst du raus. Das ist ja schon mal klar. Das dachte ich mir. Ja, ich mache sie zu einer nicht hundertprozentig attraktiven Frau, das kriege ich mir nicht hin, aber durchaus mittleres Management, irgendwie so 35 oder so. Ja, der Wurf von vorhin galt ja noch, das war ja okay, er hat ja gesagt, das gilt für den Rest des Spielamts. Dann wirst du natürlich schon relativ attraktiv, nicht die übelste Knaller, aber schon so für jemanden, der nicht nachgebessert hat, ist das schon okay. Du meinst die strenge Sekretärin. Mhm. Aber nicht unfreundlich, wie gesagt. Nein, nein. Die strenge Sekretärin kann auch sehr freundlich sein. Mhm. Deren Lächeln einem das Herz und die Hose wärmt. Sie lächelt. Alles klar. Dann mache ich mich mal gleich auf den Weg. Besten Dank für die Infos. Ich lasse eine Schaltung aktiv, damit ihr mithören könnt und falls euch vielleicht was auffällt. Mama. Mhm. Dann schieß mal los. New Tea. Du kommst an. Es ist normaler Betrieb. Der Typ steht auf dem Parkplatz. Er sitzt auf seinem Campingstuhl am Parkplatz. Er ist nicht hundertprozentig ausgemergelt, aber es haben sich halt Konturen verschärft, sag ich mal. Und es wurden Falten geworfen, die seinem Lebensalter noch nicht ganz entsprechen. Ja, Jojo geht auf ihn zu, lächelt
Wie heißt er mit Nachnamen? Ist auch egal, ne? Nö, das ist jetzt nicht egal, das sage ich auch gleich. Das ist nämlich, kann man nicht aussprechen, Krugloff. Wie Kugloff? Krugloff. Krugloff, alles klar. Ja, sie geht lächelnd auf ihn zu. Guten Tag, Herr Krugloff. Man hat mir gesagt, dass wir uns heute treffen können. Er steht auf. Da wusste ich jetzt nichts von. Da tut mir leid. Ist diese Information nicht zu Ihnen durchgedrungen? Das tut mir leid. Mein Name ist Antonia Talkov. Das tut mir wirklich leid. Sag mir jetzt ja nichts. Aber ich denke mal, Sie wollen eher vielleicht mit meinem Chef sprechen. Nein, ich möchte tatsächlich mit Ihnen sprechen. Huh? Und zwar bin ich von, oh Gott, wie hieß der Konzern nochmal? Netken? Wo er arbeitet. Ach so, Magnit. Und zwar bin ich aus der Personalabteilung von Magnit und mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie in letzter Zeit gesundheitliche Probleme haben. Sie brauchen jetzt gar nicht so entsetzt gucken. Wie gesagt, mir wurde über Umwege zugetragen, dass Sie unter diesem Problem leiden und das ist bei uns in letzter Zeit häufiger vorgekommen. Deswegen wollte ich mich nochmal persönlich mit Ihnen unterhalten. Ja, da hatte ich ja schon diesen Matrixbogen ausgefüllt, aber da kam ja schon zurück, dass da jetzt, dass er auch gut ist jetzt. Also da so. Also bin ich jetzt überrascht, freue mich natürlich so, ne? Wie gesagt, wir haben uns dieses Problems jetzt angenommen. Gibt es hier eine Möglichkeit, dass wir uns in Ruhe unterhalten können? Ja, ich bin jetzt halt gerade so im Dienst, ne? Also. Ich komme selbstverständlich gerne wieder, wenn Sie Pause haben. Oder nach Ihrem Dienst. Naja. In so 20 Minuten hätte ich dann, aber da habe ich auch halt nur eine halbe Stunde, also, ne? Ich komme einfach in 20 Minuten wieder und dann können wir irgendwo hingehen und vielleicht hier nach nebenan, dort gibt's ja ein Café. Das tät mich freuen, ja. Und dann können wir uns dort in Ruhe unterhalten und sollte die Zeit nicht ausreichen, dann können wir gegebenenfalls ein zweites Treffen vereinbaren. Gut, das, ja, gern würde ich dann so, ne? Gut, dann komme ich gleich wieder. Ich möchte Ihnen ja auch keine Probleme bereiten und ich hole Sie dann ab. Um Gottes Willen, nee, da machen Sie mir keine Umstände, da ist ja auch, danke, ne, so. Sie lächelt. Bis gleich. Und dreht sich dann um und geht. Dann zeig mich mal Verkörperung, bitte. Ach, dabei habe ich das so schön gemacht. Deswegen gebe ich ihm ja Mali. Zwei Erfolgetag. Ich gebe ihm keine Mali, er besitzt diesen Skill nicht. Achso, willst du mal meinen Wurf sehen? Na, wie viele Erfolge hast du? 5000? Ach, kritischer Oh, schön. Ich meine, warum sollte der diesen Skill Verkörperung besitzen? Dass sie überhaupt noch ein geistiges Attribut von 3 hat, war schon echt übertrieben. Aber ich denke mal, du hast nichts dagegen, wenn ich diesen Wurf behalte. Überhaupt nicht. Ich beschwere mich nicht. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Du hättest Beauty. Als Alf auftreten können, hättest geglaubt. Alter, ich hab einen Hund, keine Katze. Verpiss dich! So, 20 Minuten später triffst du dich mit ihm in dem Café. Ja. Er durchwühlt seinen Comlink und du kommst von hinten und siehst offenbar, dass er danach guckt, ob er eine Nachricht bekommen hat, dass da heute jemand kommt. Hat er ja offensichtlich nicht, hat er wohl verschlammt. Guckt seinen Papierkorb durch, da ist halt Spam drin von Dr. Baryshnikov und das erklärt alles. Ihr sind jetzt aber eine Menge Leute, ne? Leider, verdammt. Geht. Naja, trotzdem kann sie jetzt nicht erscannen. Ich meine, das kannst du halt vor ihm nicht. Naja, ich weiß, aber solange er sich halt gerade, das kann ich auch gleich machen, wenn er geht, ha, perfekt. Gut.
ja, sie kommt dann zu ihm. Ja, steht auf und gibt ihr die Hand. Mhm. Der ist nämlich gut erzogen. Ja. Herr Krugler, wie schön. Möchten Sie etwas trinken oder etwas essen? Ah, nee, danke Ihnen, das ist schon gut, nee. Sind Sie sicher? Ja, doch, das ist, ne? Naja, das wäre auf Kosten der Firma, also zögert Sie nicht. Ich will da gar keine Umstände, bitte fühlen Sie sich da nicht abgehalten, so wenn Sie da jetzt essen möchten, aber ich nähe das auch mit, das geht. Ein Kaffee wenigstens. Ja, den gern, aber ich meine, kriegen Sie da, der wird ja mit einem Kaffee, werden ja die Spesen bestimmt, ne? Reichen. Kein Problem, ich habe Spesen zur Verfügung, darüber müssen Sie sich, wie gesagt, keine Sorgen machen. Ja, dann werde ich mir mal einen kleinen bestellen. Ich mach das schon. Bitte mit viel Sojamilch und viel Zucker. Ja, selbstverständlich. Ganz und Sirup. Natürlich. Und welche Geschmacksrichtung? Ahorn und vielleicht Sahne? Und bunte Streusel. Natürlich. Und vielleicht Schokoladensplitter, wenn es nix so. Sie lächelt immer noch freundlich, nickt, während er das sagt und geht dann zur Theke, bestellt sich einen großen schwarzen Kaffee und ihm den Kaffee mit Sojamilch, Sirup, Streuseln, Sahne, Schokosplittern und Zucker und allem, was dazu gehört. Sehr gut. Geht dann zurück. So, bitteschön. Danke. Und setzt sich hin. Gut, Herr Krugloff. Schildern Sie mir doch bitte nochmal, wie das mit Ihren gesundheitlichen Problemen angefangen hat. Ja, also... Ja, durch. Und haben Sie keine Scheu? Nee, Dani, also wie ich das ja dem Arzt gesagt habe, ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass mir früh einfach dann die Nacht in den Knochen steckte. Am Anfang hatte ich sehr viel Hunger, dann hatte ich auch gar keinen mehr, außer halt auf so Süßkrams eigentlich immer, ne? Und dann, ich war öfter demotiviert. Das hat sich natürlich nicht jetzt auf meine Arbeitsleistung im ersten Moment ausgewirkt. Ich war aufmerksam und also uns liegen keine Beschwerden vor, also machen Sie sich, wie gesagt, keine Sorgen. Bei den Zwischenfällen habe ich ja auch das Protokoll und so. Und ja, dann, es war einfach so, dass auch mir dann, ja, Übelkeit, aber das ging dann vorüber auch. Das war, glaube ich, auch eine Nebenwirkung dann von den Pillen. Ja, also nachdem ich die abgesetzt habe, war das dann, ne, und weg. Und dann mit der Zeit hat sich das dann auch so auf so einem soliden Level eingepegelt. Also der schlechtig und dann Kite war... Also, ich bin einfach kraftlos. Und ich. Ja. Ich verstehe. Das belastet Sie wahrscheinlich auch, nicht wahr? Schon. Wie sieht das denn mit der mit Hobbys aus? Gehen Sie Ihren Hobbys noch nach? Also es ist schwer. Man kann ja heute auch viel über die machen, also Matrix, und versucht da auch dran zu bleiben. Ich denke, dass
Also mein Schnuffi hier, Regor, der... Aria? Oder sich jetzt ist er kaputt gegangen. Spielleiter kriegt das aber, ey. Also, Amadelli. Also Rico. Sei nicht so fies, Spielleiter. Also mein Hund Rego, der... Mit dem versuche ich da schon. Der braucht ja auch dann... Auslauf. Und Beschäftigung. Und da versuche ich dann mit dem auch mich zu... Und dann beschäftigen. Ist denke ich, also ist schon schwerer. Ich erwische mich da jetzt häufiger, dass ich auch einfach vorm Tritt einschlafe öfter. Und dann auch erst am nächsten Morgen wieder so, also wie Koma zu mir komme und dann also ist schwer, aber wird jetzt nicht schlimmer. Ist aber also ist ja belastend, ja. Ja, das kann ich verstehen. Gut. In der Zeit, in der sie diese gesundheitlichen Probleme noch nicht hatten. Also fragen wir anders. Können Sie sich vorstellen, was der Auslöser dafür sein könnte? Ja, man liest das ja immer öfter von, also hier die Mangelernährung und wenig Bewegung und dann Gung. Und dass man die Abgase und dass man so, dass man aufeinander gepfercht ist in den Megasprawls. Und so, ich denke, mein Vater hatte auch hier, der hatte nämlich progrediente hier Muskeldystrophie, das ist es nicht. Und aber vielleicht da so eine schwächere oder Depression so könnte, ne? Ich verstehe. Passen Sie auf. Ich werde Ihnen jetzt gleich eine Frage stellen, die Ihnen möglicherweise etwas indiskret vorkommen kann. Seien Sie versichert, dass egal welche Antwort Sie geben, das überhaupt kein Problem darstellt. Wir versuchen tatsächlich nur der Ursache dieser Sache auf den Grund zu gehen und möchten tatsächlich helfen, damit nicht noch mehr Leute mit diesem Problem zu kämpfen haben. Und zwar ist uns, also es gibt mehr Fälle wie den Ihren und uns ist zu Ohren gekommen, dass einige dieser Personen öfter mal ein Etablissement besucht haben. Ich denke... Nee, das also da kann ich gleich widersprechen. Also das Sie meinen jetzt das Papillon. Das, ja, da haben auch andere. Ist aber Quatsch. Weil da. Also ein Mann hat. Also wenn ein Mann oder eine Frau und dann. Bedürfnisse haben, das ist überhaupt kein Problem. Uns geht es doch allen so. Wird es ja auch schwieriger, wenn man älter und... Natürlich. Ja, und da war... Ja, ich war da auch. Und da muss ich mich ja auch nicht... Und schämen. Und, nee, das müssen Sie nicht. Nee, und dann... Aber da... Ich,
Das ist ja nicht nur, also da geht es ja nicht nur dann darum, und da geht es ja auch darum, dass die, man hilft ja, man einfach, dass man auch mit jemandem sich mal unterhält, dass da auch vielleicht Ratschläge, wenn man Ratschläge sucht und gegeben werden, und dass man da einfach, da findet es einfach ein kleiner Lichtblick, dass man da auch wirklich das Gefühl hat, die Leute, die und interessieren. Dass einen noch jemand wahrnimmt. Ja, und das fand ich immer auch sehr angenehm. Und das war jetzt also schon, ich denke, ja, ich denke nicht, dass da, also da kam mir nie irgendwas vor Spanisch oder, ne? Und dann, ich kenne da, da waren auch andere, ich habe, nachdem mein Kumpel da drauf hingewiesen und hat, also ich habe da auch mit anderen geredet, die dort waren, und bei denen gibt's da, die sind ja, die haben da auch keine Probleme. Darf ich denn fragen, bei welcher, also waren Sie immer bei einer bestimmten Dame oder einem bestimmten Herrn oder bei verschiedenen? Also das möchte ich hier, also nee. Es ist, also es war, man hat dort also einen kleinen Kreis, weil das soll ja was Persönliches. Und selbstverständlich. Aber die sind natürlich dann, die arbeiten, also die sind ja nicht für mich nur und da. Und aber, also war schon unterschiedlich auch, ne? Mhm. Na, ja, das ist ja durchaus möglich. Deswegen frage ich ja, aber manchmal entwickelt man ja durchaus Präferenzen. Also Vorlieben. Naja, und ja, das, Gab es denn da eine Person, bei der Sie sich besonders wohl gefühlt haben? Ich weiß, diese Fragen sind Ihnen bestimmt ein bisschen unangenehm, aber wie gesagt, ich verstehe Ihre Probleme wirklich, und es ist nichts, was mir unbekannt wäre. Also, naja, also, ja. Also ich meine, das waren immer auch sehr, also schon auch erfüllende und also Begegnungen. Ich hatte, also der kleine Kreis, mit dem ich da dann zu tun hatte, und ich, naja, also es war ein kleiner Kreis. Ich denke, die, man ist ja dann auch, also man hat ja dort auch die Möglichkeit, dass man mit mehreren Mitarbeitern und die Gruppensitzungen, und die waren, denke ich, schon das Beste. Aber ja, also jetzt nicht noch mit Fremden, also es geht vielleicht auch zu und weit. Sie müssen mir keine Einzelheit erzählen, um Gottes Willen. Wenn Sie sich zu unwohl fühlen, dann machen Sie sich keine Sorgen. Darf ich denn noch fragen, mit wem der dortigen Mitarbeiter diese Sitzungen stattgefunden haben? Möchten Sie nicht erzählen? Wie gesagt, Sie brauchen sich deswegen nicht zu schämen. Naja, das, ich sehe aber jetzt auch nicht unbedingt die Rille und, also wann's? Naja, das kann ich Ihnen erklären, und zwar, wie gesagt, wir versuchen, die Ursache für Ihre Probleme zu finden, und wenn sich da ein gemeinsamer Faktor ergibt, dann kann das natürlich sein. Es muss auch um Gottes Willen nicht sein, was wissentlich in irgendeiner Form passiert ist. Es ist eine Sache, für die Sie höchstwahrscheinlich gar nichts können, wahrscheinlich auch die dortigen Personen nicht, aber das ändert nichts daran, dass wir verhindern wollen, dass noch mehr Menschen diese Probleme bekommen. Naja, also
Also hauptsächlich war ich, also das Fräulein Kanina, Herr Toyim und dann auch Frau Anka, die waren das sicherlich. Und bei den Gruppensitzungen ist ja dann natürlich, die Gruppensitzungen sind ja mit, also die, wenn man da nur mit Mitarbeitern und dann ausgedehnt, da ist ja dann natürlich auch die Mademoiselle, also die Leiterin. Ja, mit der hatte ich aber dann am wenigsten, also zu tun, also auch generell, ja, war, ja. Ich verstehe. Aber die hat die Gruppensitzungen geleitet. Na, geleitet, also ich meine. Oder war zumindest immer dort anwesend. Ja, also das, ja. Hat sie sich aktiv beteiligt? Also ich meine, ja, aber jetzt nicht immer dann, also es kam da nicht immer zu und Kontakt. Mhm. Aber ich meine, es ist ja, man sagte, das stimmt ja auch, eine aktive Auseinandersetzung mit anderen Menschen und mit also mit sich selbst. Und natürlich. Also ich meine, da war, also da war sie natürlich aktiv auch, ja. Mhm. Gut. Dann haben Sie sonst noch etwas, das Sie über das Sie erzählen möchten, dass Sie irgendwie loswerden möchten, etwas, das vielleicht Ihre Situation verbessern könnte? Also ich möchte da nochmal betonen, dass ich nicht denke, dass dort der und nein, richtige Ort zum Suchen ist. Ich, also meine Mittagspause ist auch hoi, das muss auch wieder. Das ist in Ordnung. Wir werden Sie auch nicht weiter belästigen in irgendeiner Form. Es ging uns nur darum, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählen und wir vielleicht im Abgleich mit anderen Geschichten Gemeinsamkeiten finden, um den Grund für Ihre Situation zu erfahren und möglicherweise die Situation dann auch verbessern können. Wir werden uns bei Ihnen melden. Ich möchte, also es ist, ich fand Sie, es ist auch und unangenehm jetzt, aber ich fand natürlich Sie da sehr das freundlich auch und ich würde Sie gern dann im konzerneigenen in der Lobspalte da mit ein und tragen. Ich finde Sie gerade nicht. Können Sie mir vielleicht kurz da helfen? Hält er sein Kommen-Link hin mit der konzerneigenen Lobspalte, wo man jemanden eintragen kann? Da gibt mir ein kleines Sternchen und wenn er genug Sternchen hat, nehme ich 25 von verschiedenen Leuten, dann bekommt er eine kleine Vergünstigung, einen Preis, einen Urlaub. Du weißt schon, wie es läuft. Natürlich weiß ich, wie es läuft. Der Hacker hat das doch bestimmt mitgehört. Natürlich hat er das. Ach, ich dachte, der Kerl hat mich schon in die Schlaf gequatscht. Aber okay. Eben Cracking? Jo, mach einfach mal Datensuche, ja, Personalabteilung, irgendwas. Nee, der muss einfach sein Comlink cracken und dann quasi nur anzeigen lassen, dass es diesen Namen gibt. Das muss ja nie übermittelt werden. Mach einfach eine Runde Cracking und dann sehe ich mal sein Comlink und dann lache ich mich aus oder so, keine Ahnung. Lach ja, mal laut. Das ist ein typisch Hacker. Hacker würfeln immer gut. Also ich muss sagen, ich habe auch keinen schlechten Schnitt. Aber einer ist besser. Das ist, natürlich ist deiner länger. Was hast du gesagt? Länger, ne? Also, du klatschst deine Marke auf sein beschissenes Comlink, editierst kurz in die Anzeige den Namen rein. Leider ist, also das ist ja alphabetisch geordnet, aber ihr Name ist aus irgendeinem kleinen Datenbankfehler ganz ans Ende und wenn du das dann nur übermittelst, dann findet sie das auch. Und ja, dann trägt sie ihren Namen da ein und ja. Nee, du zeigst ihm das und der gibt dir ein Sternchen. Sie zeigt ihm das. Danke, ich muss auch wieder, danke für den und Kaffee, wiedersehen.
Selbstverständlich. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Leute, ich muss kurz AFK, das war mega anstrengend. Das hörte sich auch so an. Das ist ein Zuhören alleine. Dezent anstrengend. Alter. Aber Gruppensitzung. Mit Gesprächen wahrscheinlich. Ja, ich konnte da nur jetzt nicht weiter nachfragen. Die Frage, der hat ja schon angefangen abzublocken. Der hätte, wäre da gar nichts mehr gesagt. Das ist, ich möchte da nicht rein. Nachher aber, sitzt da irgendein komischer Doktor. Aber Kaban, zieh dich doch nicht von deiner inneren Schamesröte oder so. Ja, und dann sitzt da eine gewisse Frau, die dich dann anguckt und sagt, ich habe einen Witz gemacht. Aha. 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 Du machst das immer falsch. Ja, ich krieg diese Tonlage nicht hin. Die Kind sagt? Hm? Ich muss das jetzt nicht verstehen, oder? Sind die noch nicht veröffentlicht worden? Er war in time. Achso, oh. Natürlich sind die schon raus. Nein, das musst, nein, das musst du nicht verstehen. Okay, dann bin ich fast beruhigt. Alles wird gut. Ich muss gleich den Typen noch erscannen. Das solltest du tun. Moment, erscannen? Wieso? Das hat Jojo nicht gesagt, dass sie das noch erscannt. Aber sie muss den Typen jetzt noch erscannen, wenn er rausgeht, okay. Folgt ihm hinaus und wird dann gucken, und dass... Und auf der Straße sind Leute? Ja, ja, genau. Aber sie wird jetzt gucken, dass sie irgendwo sich hinstellt, wo sie ihn sieht, aber sie nicht sofort jeder sieht. Dann mal wir mal schleichen. Und Wahrnehmung. Schleichen und Wahrnehmung? Selbstverständlich. Das haben, hier haben wir das Beispiel mit den beiden Skills. Er will mich echt ficken. Jo, darum geht's bestimmt. Ich habe 3 Erfolge, wow. Ich bin stolz auf mich. Na, Yuji, es ist nämlich nicht ganz einfach, eine Position zu finden, wenn dir auf dem Parkplatz steht, von dem du das machen kannst, ohne dass jemand sieht, dass du ekelhaft bist. Hm. Dann zeig mich mal deiner Skin. Jo, Moment. 3 Erfolge. Mund an. Essenz niedriger als deine. Magie, keine. Force, keine. Implantate im Ohrenbereich und Knie, das ganze Knie. Scheint aber besser zu funktionieren als deins, scheint echt eine gute Alternative zu sein. Ja, offensichtlich. Er ist nicht krank. Er ist aber leicht vergiftet, was nicht unbedingt was Ungewöhnliches hier ist, ne? Das ist dieselbe. Ja, ja, klar. Okay. Keine astrale Signatur oder Präsenz auf diesem Subjekt. Habe ich irgendwas vergessen? Du hast diese Aura noch nie gesehen. Emotion? Verschämt? Erschöpft ist keine Emotion, passt mir aber trotzdem ganz gut rein. Und erleichtert. Hm. Okay. Die Essenz wirkt die, ich weiß nicht genau, wie hoch die ist, ne? Niedriger als meine heißt jetzt erstmal nichts, wenn er 2 Implantate hat. Das stimmt. Wie viel Essenz hast du? 5, ein paar gequetschte. Warte. Hm. 5,36, also 5,4 quasi. Jo. Ja, das heißt leider erstmal überhaupt nichts. Okay. Vielleicht werden die in dem Laden ja wirklich einfach nur depressiv, weil sie das, was sie da drin bekommen, niemals in der echten Welt erhalten. Und die bösen Bitches, die dann genau im richtigen Moment, wenn sie angefixt sind, rausschmeißen. Unwahrscheinlich. Irgendwas stimmt da nicht, aber keine Ahnung was. Tja, Karin. Wann war das letzte Mal im Puff? Du warst jetzt mal im Puff vor
9 Monaten. 8 Monaten. Ja, gut. Gut, dann kann natürlich auch sämtlicher Dreck von ihm weggeknast sein, ne? So Astralgedöns. Astralgedöns lässt nun Spuren von Drogen und so weiter. Ja, nee, ich stelle mir jetzt mal vor, ihn hat jetzt irgendwas durchgelutscht, da irgendwie, sag ich mal, ein böser Geist oder sowas. Dann werden auch, sag ich mal, in 8 Monaten die Spuren ne? Nicht mehr unbedingt so präsent. Das ist richtig. Naja, gut, ich kann jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches feststellen, außer dass es, keine Ahnung, ob das was jetzt mit dem Ding zu tun hat oder nicht. Ich meine, theoretisch kann es damit zu tun haben, muss aber nicht. Weiß es nicht. Sally, du bist doch ein vernünftiger Mensch. Hast du dir die Namen mitgeschrieben, die ich vorhin kurz reingeballert habe? Die hast du ins TS reingedingst. Naja, und hat die sich jemand mitgeschrieben? Oder werde ich? Ich hole sie da jetzt gerade raus. Ich mach das auch mal lieber, ich bin ja freundlich. Und vorbereitet und dicht und dieb. Als ob ich immer mitschneide. Kaninan, Tonian und Anka. Wie hieß diese komische Albina? Madame Papillon. So. Ah nee, Madame schreibt man irgendwo mit einem D, ne? Egal. Wir verstehen dich auch so. Das ist Französisch, das kann ich nicht. Das ist mir zu fein. Juti. Ja, Jojo kommt dann irgendwann zurück. Aloha, Juti. Ich weiß, ich bin zu langsam, verzeih mir. Ich werde mich heute noch geißeln. So. Bitte. Ja. Ich, wie gesagt, keine Ahnung. Also es ist erstmal merkwürdig. Ich kann jetzt so erstmal nicht wirklich was feststellen. Ich meine, er hat zwar vehement abgewehrt, dass was damit zu tun haben könnte, aber Gott weiß warum. Also vielleicht hat er sich auch einfach nur in eine der Nutten verknallt. Das wäre nicht das erste Mal. Es passiert häufiger, als man denkt, ja. Nee, aber das sind so Gruppensitzungen und hast du gesehen? Irgendwie, wir sollten mal jemanden das kennen, der da gerade rauskommt. Wird nicht leicht. Ja, wir brauchen ja Frischfleisch. Schön, dass damit auch TikTok weiß, dass irgendjemand hier scannen kann. Jupp. Ist ja an sich nicht schlimm. Doch, jetzt wird er sie vernichten, denn er hasst Magier. Das ist kein Problem. Genau. Und er ist ein Hacker, also Nahkampf, Schlitz, Schlitz, ihr seid beide tot. Ja, schon. Ich bin aber stark gepanzert, das weißt du. Ich halte einiges aus. Ja, ich druck vor die AGBs aus, dann sterbt ihr alle an Papierschnitten. Damit kenne ich mich aus, ist kein Problem. Das stimmt, hat er als Wissensfertigkeit. Das heißt, er bringt dich damit gegen Verletzung. Ja, doch, das ist quasi der... Egal. Die AGB-Panzerung. Ja. Er weiß genau, mit welchen Paragraphen er sich schützen kann. Mhm. Er hat sie gelesen und nicht akzeptiert und damit ist er immun. Genau. Tja. Ich habe diesen Lizenzbedingungen. Damit kann Jojo rum, sie kann mit Recht und Gesetz arbeiten. Wir sind auf alle deine dreckigen Tricks vorbereitet. Aus auf den Nahkampf. Ich zittere. Dann werde ich mal gucken, dass ich mal irgendwo dahin gehe, wo da. Bis später. Ja. Habt ihr gemerkt, dass die Kommunikationsart dieses Typen auf Jojo ziemlich hart abgefärbt hat? Ja. Mhm, richtig. Sehr gut. Ja, das kommt davon, wenn man sich wahrscheinlich so eine Fachvorlesung von so einem kriegt, ne? Er hat ihr Gehirn gefreezed. Sehr gut, das ist seine geheime Superkraft. Ich glaube auch, das ist ein Trick, das machen die da mit den Leuten, Gehirnfreezing.
Finde ich okay. Du platzierst dich außerhalb der Kamerareichweiten, vermute ich. Ja. Dort, wo irgendwann mal jemand vorbeikommt und dich schlecht sieht. Du hast ja von vorher noch einen adäquaten Wurf. Ja. Und willst du deinen Scan-Wurf behalten? Ja, besser wird er nicht. Juti, die nächste Person ist krank, aber ich meine, das sieht man auch. Der hat, also Nasenspray wird direkt gezückt, wenn er rauskommt. Ist auch für die Nutten bestimmt sehr schön gewesen. Und auch leicht vercybert, aber das sind halt die Implantate, die man bei Lohnsklaven erwartet. Comlink, Augen, Shit. Und mit dem ist sonst, seine Essenz ist höher als deine, mit dem ist sonst eigentlich nichts los. Und auch die nächsten paar Typen, mit denen ist nicht wirklich was los. Ich meine, du wirst ja auch nicht unendlich lange stehen, aber da ist jetzt nichts Auffälliges. Aber die haben auch, ich meine, du hast nur gesehen, dass er weniger Essenz hat, aber ich bin ja netter, der hatte schon deutlich weniger Essenz als du. Mehr als Kaban. Das ist ja aber auch nicht schwer. Also, ich sag mal, für das, was er da theoretisch haben könnte, also ein künstliches Kniegelenk und ein Ohrenimplantat, eigentlich zu wenig. Also, wenn das Kniegelenk nicht aus einer Zeit kommt, wo die Matrix noch aus Holz war, dann ist es schon komisch. Das wäre unwahrscheinlich. So alt ist er ja auch noch nicht gewesen. Ja. Also, ich meine, man kann schon Müll verkauft bekommen, aber dafür hat es zu gut funktioniert. Ich meine, du kannst halt auch durch Umwelteinflüsse, also hier Abgase und Drogenessenz, ordentlich verlieren. Das hast du auch schon gesehen bei Leuten, die ordentlich abgefuckt waren. Ja gut, aber dafür siehst du dann, dass die auch von Drogen abgefuckt sind, ne? Ja, vielleicht ist er ja auch einfach in einer Entzugsklinik gewesen, in einer echt guten, und hat das dann überwunden. Na, das hätte ja vielleicht irgendwo gestanden. Die hat er von was bezahlt? In einer echt guten? Naja. Waren wir auch. Uns hat auch geholfen. Vielleicht war er beim Horizon Project, die bieten kostenlose Therapien an, aber die sind nicht immer so hilfreich, weil das auf freiwilliger Basis ist und die Leute einfach nie wiederkommen. Na gut, wirft Fragen auf. Aber die Leute, die dort rauskommen, die sind eigentlich alle safe. Außer der eine, der hat eine echt niedrige Essenz, könnte aber daran liegen, dass er einen Cyberarm hat und einen Cyberarm. Zwei Cyberarme also. Ja. Schwimmt dein Goldfisch im Cyberarm? Ich habe heute noch keinen gesehen mit einem Goldfisch im Cyberarm. Die habe ich nur nicht beschrieben. Der hat keinen Goldfisch im Cyberarm. Der hat aber selbstverständlich die übelste Partybeleuchtung. Wenn der hat quasi eine Lavalampe im Cyberarm. Wenn der das Ding anmacht auf der Party, kann der umschalten zwischen Lavalampe und, du kennst doch diese bizarren Fische im Meer, die dann übelste Stroboskop-Lichtblitze machen. Ja. Das kann der quasi diese Lavalampenflüssigkeit aufteilen in viele kleine Bläschen und dann bläst der dir einfach nur das Face weg in der Disse. Aber du hast vollkommen recht, ich vergesse das leider zu häufig. Gott, wie geil. Okay, ja, irgendwann geht Jojo zurück. Okay, also bei denen, die da jetzt so rauskamen, ist mir erstmal überhaupt nichts aufgefallen. Das Einzige, was ich irgendwie glaube, ist, dass so im Verhältnis, jetzt wo ich mir gerade die anderen mal angeguckt habe, die, ich sag mal, der Energiefluss bei diesem Typen ziemlich gebröckelt hat. Also das war schon irgendwie zu viel, sag ich mal. Für das, was er da intus hatte. Ich meine, der hatte ein paar kleine Implantate, aber es war jetzt nichts Mördermäßiges. Irgendwie ein künstliches Kniegelenk und irgendwas am Ohr. Das war jetzt einfach beides zu wenig für das, was ich gesehen habe. Okay. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass der hart drogenabhängig ist oder sowas. Also... Oder war? Magische Bedrohung 3. Magische Bedrohung gehen auf was? Wahrscheinlich Logik. Ja, Logik ist... Ist es bei dir überhaupt relevant? Ja, ist es sogar. Dann Logik. 3 Erfolge. Das könnte auch... User in your channel is fucked because I hate him. Ja. Magische Bedrohung 3. Na, ich meine, das ist doch im Wesentlichen dasselbe wie Erwachte Welt, nur dass du dezidiert die Bedrohung rausnimmst, was ja TikTok auch gemacht hat. Der hat ja nichts geguckt, was nett ist zu dir. So, ne? Das heißt,
Und du hast weniger Erfolge als er. Das heißt, sie werden ähnliche Sachen... Aber detailliertere Wissensfertigkeit. Jo, weißt du, wir können ja einfach auch noch irgendwie einen Club aufmachen, wo wir uns alle gegenseitig den Finger in den Po stecken. Hat damit nichts zu tun, aber ist okay. Also. Na, ist ja ein Unterschied, wenn ich was über die Quarry wissen will, ob ich den Vorteil, ob ich die Wissenswertigkeit kriminelle Unterwelt habe, was alles mit einschließt, oder kriminelle Unterwelt Woskau, oder wenn ich die dezidierte Wissensfertigkeit Worry habe. Das ist absolut richtig und hätte ich an anderer Stelle auch als Argument angebracht, aber halt auch nur, wenn es mir passt. Also, okay. Das mit den Pflanzen kann immer noch gut sein, weil erwachte Pflanzen, die magische Effekte hervorrufen, zum Teil sehr krasse Nebenwirkungen haben, ne? Auch Langzeit unter Umständen und auch Kurzzeit unter Umständen. Immer noch ein Faktor, immer noch teuer, aber es waren ja auch wenige Leute, die dort irgendwie betroffen waren. Was noch geht, sind immer noch einige Kritter, entweder als Nebenwirkung ihres Tuns oder um sie tatsächlich zu nähren, zu hegen und zu pflegen und sie Gassi zu führen. Haltung solcher Kritter immer noch einigermaßen aufwendig, mitunter vielleicht auch Terrarien nötig und so weiter. Strom werden sie vielleicht gerade so dafür abdecken können. Was geht noch? Ich glaube, das, was am typischsten ist, du hast 3 Erfolge... Es gibt einfach freie Geister, die sind Wichser. Zum Beispiel gibt es ja so einen Geist, man weiß nicht genau, ob der frei ist oder nicht, aber der bringt einfach Köpfe an, wenn jemanden killt. Es ist ein Schattenwesen, dessen Macht und Auswirkung man überhaupt nicht kennt. Furchtbar! Und es gibt andere Wesen, die auch, wo man zum... Ich meine, es gibt 1000 Legenden über Dinge, die dir die Lebenskraft entziehen. Es könnte unter Umständen sowas sein... Des Weiteren, was es natürlich noch gibt, sind manche Arten von Infizierten. Wendigo, Vampir und Dinge, die ich jetzt nachschlagen müsste. Ja, aber Gruppensitzung und Wendigo, das passt schon ganz übel zusammen. Gruppensitzung und jeder Infizierte könnte passen. Ja, aber Wendigo, das ist noch spezieller mit Gruppe und so was. Ja, aber ein Wendigo ist doch... Echt auffällig. Groß und echt haarig. Und echt gut darin zu zaubern, dass man das nicht sieht. Das ist ein Punkt. Bring den Spieler denn nicht auf böse Idee. Ich sag mal, das Ding an Wendigos ist, das wisst ihr ja auch, die essen echt gerne Menschenfleisch. Mhm. Richtig gerne. Das müsste man sich dann vielleicht auch noch beschaffen. Von Todesfällen von dem Ding bisher, was du im Profiling gefunden hast, nichts, was auf das Fehlen von Körperteilen hinweist. Ja, aber wenn es ein schlaues Vieh ist, dann wird es nicht da scheißen, wo es frisst. Aber warum sollten dann die Leute wenig Essenz haben, die da rausgehen, wenn die das Fleisch essen müssen? Genau. Nein, das Fleisch essen ist unabhängig von dem anderen. Ach so. Manche Infizierte fressen entweder Fleisch oder nehmen irgendein anderes körperwichtiges Zeug raus und in einem anderen Prozess holen sie sich noch Essenz, weil sie das Zeug selbst verlieren. Genau, der Wendigo, der setzt sich mit sozusagen Leuten an den Tisch, bringt die dazu, Menschenfleisch zu fressen und entzieht denen dabei dann Essenz. Also den Leuten, die am Tisch sitzen. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich selbst da rein. Richtig. Schön. Na, ich sag mal, wenn du da drin hast, kennst und da ist ein Wendigo, der findet das bestimmt richtig schmackhaft. Der wird mich sofort fressen. Ich sag mal, ja. Wir sind ja bei dir. Das Problem beim Wendigo ist, dass es ein erwachter Sasquatch ist und Sasquatche sind immer schon magisch. Das heißt, er ist geburtsmagisch und könnte dir damit überlegen sein. Andere Infizierte sind nicht geburtsmagisch. Wendigos sind Orks. Nein, richtig. Das sind... Sicher? Ja. Sicher. Was du meinst, sind, wie heißt denn der Patrogar oder so? Nakwa. Okay, das sind ja erwachte Orks, dann sind die ja auch nicht zwingend geburtsmagisch und dir damit nicht zwingend überleben. Aber es sind Rudeltiere. Orks. Es war irgendwann mal von diskret die Rede, das ist mein Problem. Und ich sag mal, Diskretion könnte ein Problem sein. Ich werde mal ein kurzes Gespräch mit meinem Bruder führen müssen. Ich werde aber dafür zurückfahren. Okay, wir setzen hier weiter. Ich kann da auch wo reingehen, nur ich kann da nicht erscannen, das bringt halt nichts. Aber ich kann immer noch eine Kamera anbringen.
Vorteil ist, du wirst nicht gefressen. Du schmeckst nicht mehr. Ja. Sollen wir in einen Runter-Channel gehen und dann könnt ihr, wir haben jetzt einen Sub-Channel und dann könnt ihr weiterquatschen. User joined your channel. Ha! Also, du fährst zu deinem Bruder. Jetzt habe ich vor allen Dingen... warte. Ich kann das andere Flummi-Tier nicht ziehen, warte. Warum? Ist doch egal, dann haben wir beide Aufnahmen. Ja, und die soll ich dann hintereinander schalten, oder was? Wenn, ja. Wenn meine nicht funktioniert, habe ich das hier jetzt nicht. Stimmt. Also. Du fährst zu deinem Bruder, du triffst dich mit dem. Die beiden da oben haben ihn. Oh, scheiße, hässlicher Wichser. Auf jeden Fall. So, gibt's Fortschritte? Ja. Naja, so bedingt. Also, das, was bis jetzt, sieht's erstmal nicht so aus, als wäre da was Ungewöhnliches. Ich habe hier ein Bild für dich, welcher Bulle sich da, oder zumindest einer von den Typen, die sich da die Kohle einstreichen, wenn das überhaupt wichtig ist, wenn nicht, dann ist egal. Ich habe jetzt mit dem einen Typen gequatscht. Erstmal ist nichts Auffälliges an dem Ding. Jetzt der Typ, was den betrifft, der scheint tatsächlich ziemlich fertig zu sein. Er streitet zwar ab, dass das der Grund, dass sein Besuch da der Grund dafür sein könnte, aber ich habe ihn mir jetzt nochmal angeguckt und wie erkläre ich das jetzt? Wenn jemand, also ich sag mal, Implantate sind ja auf Dauer nicht gut für das Körpergefüge so. Ja, da halte ich zwar immer noch für ein Gerücht, aber ist okay. So, ich habe bei dem Typen jetzt gesehen, dass der zwar Implantate hat, aber nur zwei kleine. Der hat nur irgendwie eine Kniegelenksprothese und irgendwie ein Ohrimplantat und hat aber, also der Energiefluss bei ihm ist sehr schwach. Du meinst, der sieht aus wie ich, ist aber ein übelster Lappen. Ja. Genau das. Und das ist ziemlich seltsam, das passt nicht. Und es ist... Ich habe schon mal geguckt, jemand von den anderen, die da irgendwie am Arsch waren, kriege ich jetzt aber nicht ran. Ja, ist ja okay. Auf jeden Fall ist das was seltsam ist. Es könnte vielleicht auch mit diesem Laden zu tun haben. Wenn, dann handelt es sich aber höchstwahrscheinlich um irgendeine magische Kiste. Nicht sicher, aber es gibt nur wenig Möglichkeiten, jemandem, außer wenn er übelst mit Drogen oder mit irgendwelchen Giften abstürzt, was der Typ aber nicht ist, oder halt mit Implantaten solche Effekte hervorzurufen. Darüber hinaus gibt es halt eine Möglichkeit, die irgendwie auf magischer Basis ist. Was möglich wäre, was da jetzt genau der Grund dafür ist, wissen wir nicht. Es gibt halt verschiedene, es können irgendwelche Critter sein, Pflanzen sein, irgendwelche Infizierten, irgendwas anderes. Na Judy, ich sag dir jetzt genau, was ihr macht. Du fährst zurück. Ihr müsst ja nicht immer alle da sein in der Putze, ne? Die war ja und so ja, weiter. Ja, das ist klar. Das Ding ist, ihr guckt, ihr beratet euch, ob ihr noch eine Lösung findet, gefahrfrei was rauszufinden. Und wenn ihr am Ende sagt, jo, das können wir noch mal irgendwie machen, dass da keiner abnippelt oder so eine Scheiße, dann guckt ihr genauer hin. Und wenn ihr sagt, das geht ja nicht, dann... Ich kann versuchen, da reinzugehen, aber die werden sofort mitkriegen, dass ich... Wenn, dann muss ich da magisch gucken und dann wird es wahrscheinlich demjenigen, der vielleicht dafür verantwortlich ist, nicht gefallen. Habe ich gerade gesagt, gefahrlos? Ja, das sag ja nur. Achso, ne, dann ist ja okay. Ihr guckt einfach mal, ob ihr noch eine Möglichkeit findet. Wenn euch was einfällt, dann macht ihr das. Und wenn nicht, dann setzen wir uns nochmal zu viert hin und ihr erzählt mir alles. Dann komme ich rum. Wir wollten das diskret machen. Ich bin nicht diskret, ich bin einfach massiv und geil. Das heißt, wir treffen uns irgendwo nochmal und quatschen das dann ab, okay? Gut. Vielleicht, ich meine, guckt euch das Ding ja jetzt auch anderthalb Tage an. Da wollen wir ja mal ganz ruhig sein. Ja, ja. Außerdem kannst du mal ein bisschen gucken, ob hier das... Der Taschenelf. Genau das. Irgendwie. Ne? Ja. Jodi, mach mal so. So viel zum Thema.
Alles klar, danke. Jo. Gamers. User joined your channel. Insufficient permissions. Nein, wir wollen nicht mit euch reden. Entschuldige bitte, ich musste die Aufnahme runterziehen, weil wenn meine kaputt geht, dann haben wir den Teil nicht. Aber jetzt habt ihr unseren guten Teil verfasst. Dann bitte, erzähl mir doch, was war denn bei euch so Geiles? Wir. Genau. Ende der Argumentationskette. Okay, ihr dürft jetzt... QID. Ihr dürft nochmal 2 Minuten jeder beschreiben, wie awesome ihr seid. Los geht's. Sehr. Oh, nee. Das reicht. Absolut. Das war kurz und effizient und reicht mir vollkommen aus. Jojo, du kommst wieder. Mach mal, mach dir irgendwas in der Zwischenzeit. Was tun wir? Also ich bin hart im Überlegen, ob ich da eben kurz einmal reingehe und eine Kamera verteile, aber das ist, ich halte das Risiko, ja, es ist gegeben, sagen wir es mal so. Gute Worte. Ja, ich weiß, das habe ich mir von dir abgehört. Deswegen ist er ja gut. Genau, ich würde eventuell ja, unseren Hacker damit beauftragen, weitere Leute, also ne, Leute, die da rauskommen, zu identifizieren und ja, da mal schauen, was die so können, was das für Typen sind und ob's in letzter Zeit halt öfter Berichte gab von Leuten, die so krank sind. Hat er ja schon. In dieser Umgegend. Ja gut, also die Krankheit, die habe ich ja soweit durchgecheckt. Gut, ich gucke mir natürlich an, wer es da für Typen rein und raus gehen, was die an Panzer so ausstrahlen. Wenn mir da nicht gerade irgendeiner ganz besonders ins Auge fällt, der so gar nicht da reingehört, dann gehe ich dem Ganzen erstmal nicht weiter. Mich würde halt eher mal die Madame von dem Laden interessieren, was die so, wie soll ich sagen, an Spuren der Matrix hinterlassen hat. Schreiben das gerade alles auf, weil das werden ja alles Dinge sein, die ich dann zum nächsten Mal mitbringe, ne? Jo. Okay. Ja, wenn Jojo wiederkommt, meint sie halt, naja, so, ich meine, wir können jetzt noch ein bisschen gucken. Es wäre vielleicht wirklich gut, wenn wir wissen, was in dem Laden selber vorgeht. Ich weiß nicht, ob du dir zutraust, da reinzugehen, Kaban? Zutrauen schon, aber ich will nicht an so einer Gruppensitzung teilnehmen, wo man mir den Kopf weglabert. Naja, sagen wir es mal so. Wir sollen jetzt erstmal gucken, dass wir gefahrlos versuchen, noch irgendwas rauszufinden. Und wenn wir dann soweit was haben oder auch nichts haben, dann setzen wir uns einfach dann zusammen zu viert und dann quatschen wir nochmal mit meinem Bruder und dann sehen wir weiter. Jojo, ich hatte das richtig gekriegt, dass du whiskey unterwegs bist. Dass ich was? Erscannen kannst. Ja. Kannst du mal einen Blick auf die Leute, auf die Angestellten werfen? Also wenn die wirklich mit irgendeinem so Viech wie, weiß ich, Wendigo oder sonst irgendeinem Scheiß rumhängen, dann könnte man das denen auch ansehen. Wieso sollte man denen das ansehen können? Naja, wenn die mit so einem, für und mit so einem Vieh rumhängen, das färbt ab. Inwiefern färbt so das Gruppen, ab? Gruppensitzungsmäßig, da wirst du wahrscheinlich schon Dreck an der Aura sehen. Wie stellt sich denn Dreck an der Aura dar? Ich hab's noch nicht selber gesehen. Warte mal, hier ist irgendwo ein Artikel dazu. Probier da mal was Entsprechendes raus. Es handelt sich um einen hermetischen Artikel. Ich möchte dazu, ich habe leider keinen Zock mehr. Jojo liest sich das durch, guck dich an. Hä? Okay, du willst doch nicht, dass ich dir das jetzt erkläre, oder? Das mag sein. Ich habe gelesen, was dort beschrieben wurde, aber das ist nichts, was ich in irgendeiner Form irgendwie... pass auf, du hast sicherlich schon davon gehört, dass nicht jeder in irgendeiner Form magisch Aktive
mit allem, was er so sieht und hört, was anfangen kann, ja? Ja. Das ist für mich wie, als wenn du irgendwie mit einer japanischen Software arbeiten solltest. Ich glaube, ich verstehe, was du mir sagen willst. Ja, aber guck einfach mal dir die Augen an und ob dir da irgendwas fishy vorkommt. Ja, ich habe da gerade schon gestanden und mir die Augen angeguckt. Ich werde es probieren. Aber nicht von den Mitarbeitern. Nicht von den Gästen, sondern von den Mitarbeitern. Ja, von den Mitarbeitern. Ich werde es probieren, ob ich es hinkriege. Mach ich. Es ist nur nicht ganz so leicht. Das stimmt, aber wir glauben alle an dich. Ja, danke. Ja, keine Ahnung, was man dazu sagen soll. Das ist, wir können es halt leider nicht. Das weiß ich doch. Ja, ich guck mal, dass ich mich da irgendwo so platzieren kann, dass die mich nicht sofort sehen. Wir brauchen diese Magiekamera. Die Quecksilberkamera, die irgendwie eine halbe Stunde braucht, wenn du dich nicht bewegst. Genau. Sehr gut. Ja, wenn es soweit ist, wird Jojo sich da irgendwo möglichst wieder platzieren, wenn da Feierabend ist und sich die Leute mal angucken. Du verstehst das, Miss. Das machen wir nächste Woche. Alles klar. Ich möchte hiermit ankündigen, dass ich mir sowohl die Leute als auch die Chefin dann mal angucken will. Ich möchte in ihrer Nähe sein, wenn sie das tut. Alter, das ist so romantisch, dass ich echt froh bin, dass ich das noch auf der Aufnahme habe. Das ist immer wieder gern. Ich gebe dir ja gerne Material, um mich weiter zu mobben. Was heißt das denn? Das habe ich jetzt einmal. Komm, weißt du, wie oft ich Jojo gemobbt habe? Da muss man ja auch mal und nicht so oft genug. Das stimmt. Siehst du? Garage. She makes things so very convenient for me. She's my all-night penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis. In meinem klugen Dokument steht nichts, also wollte ich offenbar auf nichts eingehen, weil alles diese Folge so gut war. Das ist die einzig logische Schlussfolgerung, ne? Und wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, dann kann ja auch mal Schluss sein. Hat ja schon Sherlock-Dings vielleicht gesagt. Ja, wir wissen ja nicht alles, was der gesagt hat. Gab den ja auch gar nicht, deswegen ist das ja verständlich. Die Intro-Musik ist von Lamprey mit dem Titel oh Gott, Parasite auf dem Album The Greener Grass und die Outro-Musik ist von The Cheese Mites mit Cheese My All Night Penis Garage. Videokanal Shitbild immer noch von, also ist nicht Shit, ist ja ganz klar, ist immer noch von Evolutive Mittel die Doomsday und aller Reche auch scheiße noch Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal, ihr kleinen geilen Mills, Bros und Broletten.